Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Aufnahme. Erstmal muss ich mich entschuldigen, dass das Video heute ziemlich spät kommen wird. Also, ja. Ich hatte eine Menge zu tun und habe ganz vergessen, die für euch aufzunehmen, was eigentlich im Weißen kommt heute. Es ist natürlich auch eine Menge passiert in der letzten Zeit. Ich muss mit Mikrofon mal wieder die Kamera schön sehen gerade. So. Aber was ist sonst passiert? Ich habe ein bisschen umgeräumt. Und habe meine Erzproduktion automatisiert, also halbautomatisiert. Die holt jetzt von hier hinten Wasser. Entschuldigung, kann man es gerade nicht sehen. Aber hier schon ein Eimer hin und her. Raus. Mach mal den Sound etwas leiser. Ich hoffe, ihr hört meine Waschmaschine hier so läuft. Ja. Und sonst ist hier erstmal nichts passiert. So. Das lassen wir auch ein bisschen durchspritzen. Ich muss sehen, dass ich einen Soundmover kriege oder so. Sonst sind wir immer noch im selben Stadion, wie ihr eigentlich schon kennt. So, unsere Kochrate steht da auch noch. Wo habe ich mein Questbook hingepackt? Weil ich würde gerne weiterkommen. Was klar ist. Allerdings weiß ich nicht, wo ich mein Questbook habe. Ja, gut. Entweder bin ich blind oder ich habe entsorgt. Momentan sieht es so aus, als hätte ich das entsorgt. Ne, hier ist es. So, gucken wir mal, wo wir weitermachen wollen. Wir brauchen Bricks und... Ach ja, war... Das Zeug im Ofen, was wir letzte Mal besorgt hatten beim Schwimmen. Oder wollen wir nicht erstmal gucken, ob so was wie ein ME gibt, was wir uns auf der Schnelle machen können, wo wir vielleicht auch noch ein Quest für kriegen. Ist das ein ME? Blackbox. Also wir könnten dieses Storage anfangen. Oder gucken wir mal. Irgendwas, wo wir mit Sachen lagern können. Das wäre Strom, glaube ich, ne?
natürlich das wäre direkt nicht das, was wir uns schnell machen könnten. Okay, hier sollte ich auch mal sehen, dass wir uns da mit beschäftigen. Ich habe nämlich irgendwo gelesen, dass hier ein in der sich preisgünstiges ME geben soll. Die Frage ist nur, wo ist es? Und die Frage ist, gibt es dafür Quests oder gibt es dafür keinen? Zwei. Gut, versuchen. Oder ne, versuchen wir nicht. Aber wie gesagt, wir gucken mal nach dem ME am besten. Da ich davon keine Ahnung habe. Entschuldigt. Ich weiß ja gerade nicht mal, von welcher Mod das Ding ist. Asche auf mein Haupt. Machen wir mal anders. Also es soll hier sowas wie ein ME geben. Die Frage ist nur, wie heißt das Ding? Definitiv nicht. Force Energy. Ist auch Ember. Die Frage ist echt. Klar, wir könnten jetzt mit Ember anfangen, aber das sind die Stromsachen. Ich glaube, das ist es. Ja, genau, das sind sie. Ich würde mir gerne speichern wollen, aber irgendwie geht es gerade nicht. Ah. Aber ich kann mir das nicht speichern. Gut, ist ja nicht ihr Problem. Wir brauchen diese Platten. Diese Platten machen wir aus, ja gut, Clay und Sand. Clay und Sand.
heißt, wir werden mal was vorbereiten. Sand hatten wir noch und Klee hatten wir auch noch. Ja, Sand haben wir sogar massenhaft. Sand und Klee. Können wir jetzt so auseinanderkraften oder? Nein. Wir müssen es hinstellen. Ein bisschen mehr von machen. Ich denke mal, wir brauchen für die Mutter definitiv mehr. Und sollte es irgendwann mal ein Quest werden, na, dann können wir es ja wieder auseinandernehmen. So, dafür brauchen wir, jetzt muss man gucken, den Table. 1 der Clay, 1 der Sand. Der Ding. Und dann brauchen wir dafür, nee, dafür nicht. Wir brauchen dafür noch Planks. Nicht davon, obwohl wir nicht genug hätten. Und den stellen wir auch hier rein. So, was brauchen wir sonst noch? Und Purified Water. Wir brauchen gleich zwei davon. Und wir brauchen noch zwei von diesen Gläsern. Und Purified Water. Den werde ich wahrscheinlich dann auch automatisieren. Können wir da nicht gleich drei reinlegen oder so? Kann man hier zwei reinlegen? Nö. Okay, oder nicht okay, besser gesagt. Weil wie gesagt, ich werde mich damit befassen. Damit wir definitiv hier heute am Ende, oder was heißt heute, überhaupt an ein ME-System kommen. Wie gesagt, langsam geht mir ein bisschen auf den Sack, dass ich hier ständig die Kisten durchsuchen muss. Auch die Frage, ob man das, also eigentlich bräuchte man auch wieder nur was im Endeffekt den Eimer voll und leer macht. Werde ich mal probieren. Dann, ob man das irgendwie automatisiert kann. Okay, das Ding wird schon mal im Hintern, allerdings haben wir Massen davon jetzt. Wird jetzt hier gebrannt? Wartet so. Nee. Wir sollten das nicht brennen. Sondern wir sollten damit was tun? In den Blacksmith Table rein tun.
gerade dabei sind, können wir hier gleich noch mehr machen und die dann auch durchbrennen. So, die können wir dann, wir brauchen mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die Nägel brauchen wir auch noch, das war wieder Eisen. Eisen im Engineering in dem hier mit einer Zange. Das weiß ich gar nicht, welche Zange das war. Ach, warum? Das war die richtige. Eisen. Und die Nägel haben uns dann in Blacksmith gemacht. Dann mal gucken, was brauchen wir zuerst? Die Blinkbox, Storage Core. Oh, der braucht noch andere Sachen. Gut, Blinks und Sticks und Redstone. Wie viele Redstone haben wir? Eindeutig zu wenig. Storage Box können wir uns auf jeden Fall schon mal machen. Das sind vier Kisten. Könnten wir uns ein paar mehr machen. Dazu brauchen wir jetzt nur die Platten. Fertig? Nee. Die Nägel haben wir im Inventar und dann müssen wir den ganzen Spaß hier drin machen. Hammer und Nadel fehlt uns noch. Haben wir keinen Hammer mehr hierfür? Oder hatten wir den Hammer? Gut, dann machen wir uns einen neuen. So einfach Eisen, oder? Silber können wir gleich auch nehmen. Mache ich eigentlich immer wieder das Ding auf Stick und Schnüre. Ich hoffe, das war jetzt der richtige. Dann und jetzt mal Ding fährt. Was war das? Die Storage Box, ne? Was fehlt uns?
Cool. Wie haben wir uns eine Schachkur gemacht? Minikur. Nee, Minikur war es nicht. Könnten uns einen Kochofen bauen. Dann könnte man nämlich. Eigentlich komme ich. Wir wollen den Wolfix. Da brauchen wir nur die Dinger. Definitiv. Glaube, die waren das. Also wir brauchen Beautiful Water. Das Zeug, was da außen. Also. Sehen wir mal durch, was wir hier haben. Ne? Weil beim letzten Mal aus dem Wasser. Das. Diese komische Erde mitgenommen gehabt. Und die müssen wir wiederum verbrennen. Zurückkriegen. Davon brauchen wir 4 Stück für 2. Das ist 3x3 gewesen, ne? Oder 5x5. Ne, 3x3. 3, 9, 18, 27, 27 durch 2. 14, 14 und 14. Boah. Da müssen wir noch mal los. Jetzt überlege gerade, wie hat man das abgebaut mit einer Spitzhacke, war das, glaube ich, ne? Hier. Ich glaube, das war mit einer Spitzhacke. Das können wir auch wegpacken. Brauchen wir auch alles gerade nicht. Immer noch mal Neid löschen. Vorher sollten wir was essen. Chili-Willi, hau ab da.
Augenblick. Ist da eigentlich da drüben ein Dungeon oder? Das sieht tatsächlich aus wie ein Dungeon. Aber Gold. Also hier gibt es eine Menge zu entdecken, ne? Also ich erfriere gerade. Schneller. Das Ding da hinten sollten wir uns mal merken. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein Dungeon. So, dann haben wir mal einen Stack davon hier rein. Eigentlich müssten wir nochmal runtergehen. Solange wie die Nachtsicht anhält. Noch mehr Boote. Jetzt explodiert meine Waschmaschine. Wow. Läuft ja auf jeden Fall. Aber das Problem ist, na gut, ich hätte mehr. Überleben. Ich hab's gesagt. Aber wir haben noch mal Elbe bei. Das heißt, die können wir auch noch mal hier reinhauen. Und dann, wie gesagt, dann machen wir uns erstmal den Coke open. Also wir brauchen diese Bricks, Sand und Ton hätten wir, also Clay haben wir hier noch, Sand auch. Wäre schön, wenn du mal arbeiten würdest. Dein Holz holen. Ja, muss man dir erst sagen, dass du was tun sollst oder was? Ja, da bin ich schon über der Zeit. Aber soll ich euch sagen, ich mache das jetzt zumindest so weit fertig, damit wir das nur noch brennen müssen, alles. Und dann
nächsten Folge weitermachen. Nichts mehr. Und da klingt mein Telefon. So, okay. Wir machen mal in der nächsten Folge weiter. Alles klar, ciao, ciao, ich bin immer raus.